Es ist zwar 3 Uhr morgens, aber warum sollte ich schlafen gehen, wenn ich zu einer neuen Folge Deathloop begrüßen kann? Where's my... Der. So. Da, der ist eine Fernbedienung, gut. Wir sind letztes Mal dabei stehen geblieben, den Container zu öffnen. Wir gehen direkt rein und fangen direkt an. 5452 müsste der Code sein, hoffe ich mal. Dass ich das noch richtig gerade erkannt habe in den paar Millisekunden. Also Frank wird der größte Scheiß bestimmt, sag ich jetzt. So. So, vielleicht schaffen wir das jetzt auch mal unbemerkt hier lang. Okay, der Geschütz ist auf jeden Fall nicht hier. Nehme ich. Ich muss auch die ganzen Quests für die Waffen und so machen. Die sind, glaube ich, nicht trophäenrelevant so ziemlich, aber würden vieles bestimmt einfacher machen, sage ich. Könnt ihr gleich ziemlich beschissen enden. Ich wollte vielleicht ein kleines Nickerchen machen. Das ist gut, dass der gerade entgegenkam, aber ich dachte, es wären zwei, also. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Hey, super Haltungsprotokoll. Deine Probleme sind mir scheißegal. Halt den Kanal offen und melde dich nur, wenn du Kohl siehst. Gut, dann haben die schon mal ausgeschaltet und ich bin nicht aufgeflogen bisher. Aber hier unten ist, glaube ich, jemand. Auf jeden Fall, ich habe mir die Trophäe mal angeguckt, also ich weiß die jetzt ein bisschen besser tatsächlich. Ich muss einmal hier abschließen, ohne gesehen zu werden und einen Visionär zu töten, die alle auf einer Map halt. Schwierig, weil viele direkt wissen, wo ich bin. Frank zu, Frank. Igor zum Beispiel, der weiß genau, wo ich bin. Und ich muss einen kompletten Loop abschließen, ohne Eternalisten zu töten. Ich dachte, ich muss einen kompletten Loop abschließen, ohne gesehen zu werden von irgendjemandem. Aber nö, nur von Eternalisten nicht gesehen werden.
Scheiße! Ja. Hätte ich jetzt wirklich eine gewisse Option nehmen müssen. Also was hasse ich ja. Zeig dich noch einmal und du bist erledigt. Halt die Fresse. Dann wissen wir aber wenigstens, trenne die Dings durch, ist es nicht. Also Option 3 ist es nicht. Das heißt, ich kann jetzt entweder noch verkacken oder es richtig machen. Super. Das fühlt sich jetzt aber auch wieder an wie so ein Filler. Ich hätte gedacht, man kann hier dreimal, also auf drei verschiedene Sachen oder drei hintereinander sabotieren, aber nein. Was habe ich noch für Ausrüstung? Regenklappen, irgendwas mit Klappen. Also das dritte ist es nicht, es muss eins von beiden sein, was irgendwie ein bisschen, klingt jetzt doof, klappiger klingt. Ich hasse es, dass ich mich die ganze Zeit hinschleichen muss. Das ist ein bisschen nervig. Sie gefunden schon
Warum sind die jetzt so viel mehr? Ich ziehe Montagues frühere Aktion. Hat er noch was zu sagen? Seine neuesten Spiele sind eher für die breite Masse. Okay, sie hat die Spike-Waffe weg hier. Ich habe viel zu wenig Leben. Er ist ganz nah. Joanna kündigt sich an und ist instant da. Geil. Wo ist Joanna? Egal. Die Mission verläuft wie geplant. War geil, Joanna hatten wir bisher, glaube ich, hier nicht drauf. War das tot? Nein, war nicht. Wenn ich den Verantwortlichen finde, zu viele. Darf ich dich viel zu viele. Oh, ich hasse es. Ich hasse Joanna. Das wollte ich nicht. Fuck. Au! Weiß irgendjemand was da? Warum so schüchtern? Halt dich! Was? Hey! Netter Trick! Ja, die Schlampe ist verblutet. Und was hat sie für eine Tafel oder hat sie mehr Residium dabei? Komm herum! Ja, wobei ganz ehrlich. Wir haben ihn. Schnell! Du warst eben noch. Was? Ich hab dich sterben sehen! Lass mich doch! Ich wollte's heimlich machen und jetzt kriege ich so auf die Fresse dafür.
Langsam reicht es. Ich habe gefühlt die ganze Insel schon umgelegt. Mein Residuum scheiße ich mal. Hier die Regenkappen, ja, das muss es sein. Ja. Man muss die Aufgaben hier in Devil wirklich lesen. Eine zündende Idee, ich schließe die Ballade von Plappermaul ab. Nice. Das Ende. Harriet töten. Sehr wohl. Ich versuch's mal auf die heimliche Variante. Ich weiß, heimlich ist jetzt eigentlich schon Schnee von gestern, aber... Schnee von gestern. Ich klinge wie so ein Boomer. Durch die Möpse. Irgendjemand Munition, bitte. Was? Oh, ich dachte, er ist tot. Naja, wenigstens leben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll. Keine Eternalisten töten. Da muss ich literally Schaden in Kauf nehmen und einfach weiterrennen. Like, I don't give a fuck. Aber das kann ich nicht. Wenn ich angeschossen werde, dann hau ich die Typen natürlich einen auf die Fresse. Was ist das für ein dumm Dings? Genau pünktlich zur Show. Das ist mein Weg! Ich hab andere Verschwendung, weißt du? Ein Zeug. Hallo? Oh mein Gott, was war das? Ich muss mich zusammenreißen. Natürlich kommt er jetzt noch. Und dann gehören sie mir. Lauf weiter. Tu es. Was? David, David! Ich bin dran! Komm, los! Dafür wirst du warm grüßen! Oh,
sollte mir was reinballern. Oder den. Dieser eine Eternal ist, der mir immer wieder alles versaut. Finde ich so geil. Das turnt mich richtig an. Sie alle werden sterben. Und dann gehören sie mir. Oh, die Zeit ist endlich gekommen. Ich kann es noch gar nicht fassen. Schüchtern! Hallo? Hab dich! War das Cold? Hallo? Also es hat geklappt, Harry zu töten. Ist da jemand? Hoffentlich nicht Cold. Hoffentlich nicht Cold. Hallo! Rückhalt! Hey, ich brauche Deckung! Ich lade nach! Überall Blut! Ohne Eternalisten-Kill. Die Entwickler, die haben auch AIDS. Das stelle ich mir anders als einfach vor. Das stelle ich mir vor, wie die Höller werden. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie. Wir sind jetzt gleich bei 30 Minuten Video und wir haben noch nichts geschafft. Ja gut, ich habe Harriet umgebracht. Yay. Cool.
Kann man hier nicht irgendwie ausbüchsen? Nee. Gibt's hier irgendwo einen Geheimweg? Nö, ich kann mich nur noch weiter nach oben verpissen, aber das bringt mich nicht noch näher dran. Ach komm. Ach so, kann ich auch fallen lassen, nice. Mach mal, du weißt schon, hier weg. Ja, ich glaube, wir spawnen immer neue. Headshot! Jesus. Ja, egal, wir haben alles. Raus hier. Die Map mag ich nicht. In Black Reef. Ja, das ist so die falsche Zone für mich. Das juckt mich wie sehr wenig.
viele Leute umgebracht. Aber es ist auch schon wieder 30 Minuten für so eine scheiß Quest. Es gab zwar eine Trophäe sogar dafür, aber trotzdem. Das hat so lange gedauert. Jetzt habe ich Dings aber verschoben. Jetzt muss ich Harriet verschieben, aber die geht nicht aus ihrem Bunker. Hab Franks Drähte vertauscht. Der arme Kerl wird's nicht kommen sehen. Also das heißt, Frank bringt sich selber um, den brauche ich nicht mehr auf meiner Liste, oder wie? Ich glaube, ich hab's. Harriet am Morgen in Karlsbucht. Dabei gleich Franks Feuerwerk sabotieren. Dann zum Komplex, da kümmere ich mich um Igors Experiment. Stimmt, ich muss ja alles an. Am Nachmittag besuche ich die Turteltäubchen in ihrem Nest. Dann crashe ich die Party und kümmere mich um Igor, Wenji und Alexis. Am Schluss bringt mich das Raketoplan zu Juliana. Zeit, diesen scheiß Loop zu brechen. Das Ende. Okay, es ist die finale Quest angebrochen. Also Harriet umbringen, das schaffe ich nicht unentdeckt. Wobei, technically, wenn ich schaffe, mich hochzuschleichen, sie dann umzubringen, während ich noch unsichtbar bin, dann suchen die ja erstmal nach mir. Aber ich bin ja oben, also solange ich nicht runtergucke, fertig. Und dann kann ich mich einfach verpissen. Weil nur Harriet legt den Schalter um. Also, ich finde aber so komisch, dass sie Frank jetzt so ziemlich wegschmeißen. I mean, Frank, den haben wir jetzt einmal gekillt. Der hatte keine Tafel, nichts wie Wenji. Der hatte nicht mal irgendwas, der hatte nur die goldene Pistole. Also, ja, wobei, der war doch besser als Wenji. Die Pistole, die schießen kann, während man nachlädt. Richtig geil, tatsächlich, aber weiß ich nicht, nicht meins. Also, ja. Eigentlich kann ich den Versuch jetzt schon benutzen, dann habe ich Harriet nämlich schon weg an diesem Tag. Juliana ist ausgeschaltet, aber die kommt ja sowieso erst am Ende. Also die wird, wie er es auch gerade angesprochen hat, Finale sein höchstwahrscheinlich. Die werden wir auf dem hier Dingsbums vom Loop treffen. Das heißt, das Ende ist die letzte Quest. Habe ich irgendwelche Visionärhinweise oder... Ja, das Ende. Tag des Frieden. Frank, also Harriet umbringen, dabei Franks Feuerwerk sabotieren. Frank bringt sich dann damit selber um, weil sie schade finde, dass er recycelt wird, aber ich muss den Club nicht stürmen, also Igors Experiment ruinieren, das kennen wir ja, da müssen wir unten den Code eingeben. Ich hoffe, der steht da noch, sonst krieg ich's Kotzen. Ja, wobei, steht ja. Wenn ich Gerät C765 abschalte. Und das machen wir sichtbar mit einem Nullifizierer. Die Turteltäubchen töten. 11.41.7.4 muss ich eingeben, um das Versteck zu öffnen. Sobald ich sie töte, flutet sich der Raum, was mich aber nicht jucken kann, weil sterben darf ich. Eternalisten töten sollte ich nicht. Wobei, vielleicht mache ich's, weil das ist der schwierigste Punkt hier. Das hasse ich auch. Wenn du das alles geschafft hast und hier stehst, drei Visionäre, eine Party und einen erkenne ich nicht. Ich hoffe wirklich. Igor hat keine Wolfsmaske auf. Alexis muss ich wirklich mit diesen Sachen, die mir damals gegeben wurden für die Quest, herlocken. Sonst muss ich einfach random reinschießen und hoffen, dass das ist. Ich glaube tatsächlich, ich kann das Spiel resetten, indem ich einfach hier Software hier beende und dann neu starte. Dann starte ich in den Loop halt an den Tag komplett neu. Tatsächlich, ohne dass ich Game Over gehe, sondern ich bin halt in dem Dings. Also sie zwingen mich, diese Tageszeit zu spielen. Ob das dann so resettet wird, wenn ich da welche umbringe. Wenji chillt oben auf dem Dach mit ein paar Eternalisten. Wie gesagt, ich muss mich aufs rechte Dach schwingen und dann muss ich mit einem gezielten Sniper-Schuss ihrem Leben ein Ende versetzen. Problem, Visionäre halten mehr mit Sniper-Schüssen aus. Weil ich habe gerade zum Beispiel, Harriet habe ich zum Beispiel einen Headshot gegeben mit Sniper, die ist nicht umgefallen. Also eigentlich muss es mit Schrotflinte sein, aber zwei Schüsse kriege ich auch noch hin. Weil gesehen werden ist es ja, das vergesse ich immer, darf ich. Aber Visionäre töten, Eigentlich müsste ich Alexis rauslocken, indem ich vielleicht irgendwo hinschieße, mich dann kurz zu erkennen gebe und dann gucke, wer mit einer Doppelpistole schießt, weil Alexis ist der Einzige, der eine Doppelpistole hat. Dann haben wir so ziemlich alles erledigt, sag ich mal. Dann muss ich die Rakete starten.
Und die bringt mich dann zu Juliana. Und ich hoffe, dieser Kampf wird wirklich episch, aber wird nicht so brutal wie so ein Dark Souls-Fight. Aber ich muss geschwind daran denken. Juliana ist meine Tochter und er schreibt einfach: Juliana töten, müsste den Loop brechen, bumm, erledigt. So, like, pff, ist meine Tochter und? Meine Frau habe ich auch getötet. Ihr wisst, was ich meine. Ich werde aber jetzt nicht weiter aufnehmen. Erstens, weil ich pennen will, vielleicht. Und weil das Finale folgt. Aber erst am 7. August oder früher, je nachdem, wie ich Bock habe aufzunehmen. Ich muss trainiert bleiben. Aber in Obda muss ich jetzt nicht mehr sabotieren, oder? Feuerwerktechnisch? Weiß ich nicht. Hat er nicht von gesprochen. Also, bis denne. Tschüss.